Mit strahlendem Lächeln nimmt Matt Reed die Glückwünsche der Rasta-Fans entgegen. Nicht nur zu seinem 27. Geburtstag, sondern auch zum Sieg über Alba Berlin 2, dem 8. in Serie. Und mit 21 Punkten war der Point Guard an seinem Ehrentag einmal mehr bester Mann auf dem Feld. Ich hatte mir nichts Besonderes vorgenommen. Ich habe gemacht, was ich immer mache. Hart arbeiten, gut verteidigen, die Mitspieler mit Pässen versorgen. Also einfach ein guter Anführer sein. Ganz so locker und leicht wie noch beim und direkt nach dem Tip-Off gestaltet sich der Abend für den Tabellenführer aber nicht. Im Hinspiel in Berlin kassierte Fechter eine von drei Saisonpleiten. Auch im Rasterdom fehlt dem Tabellenführer zunächst die Linie. In der Offensive viel zu harmlos, dafür in der Verteidigung umso stärker. Die langen Berliner um Center Andreas Seifert kommen kaum zum Zug. Wenige Punkte in der Anfangsphase sind die Folge. Ich habe die Mannschaft vor dem Spiel und auch in der Woche gesagt, dass wir, wenn wir wirklich eine Meistermannschaft sind, müssen wir unsere Verteidigung, die Druck in der Verteidigung ein bisschen erhöhen, und das haben wir heute gut gemacht. Dann kommt Matt Reed aufs Feld. Der quirlige Spielmacher ist ein ums andere Mal nur durch Fouls zu stoppen. Doch Reeds Treffsicherheit von der Freiwurflinie macht den Berlinern einen Strich durch die Rechnung. 11 Körbe bei nur 3 Fehlversuchen. An seinem Geburtstag beweist der US-Boy Nervenstärke. Immer wieder stellt der Mann mit dem gelben Stirnband die Berliner Abwehr vor große Probleme. Und Reed wäre ein noch besserer Spieler, wenn er nicht ab und an mit dem Kopf durch die Wand wollte. Das sind so gute Spieler, die machen auch Fehler. Und solange dass die Fehler in Grinsen gehalten werden, ist das auch okay. Ich meine, wir sind keine Roboter. Aber natürlich, ja, wenn die Fehler dann in einer kritischen Phase sind, ist das dann ärgerlich. Aber er macht das nicht absichtlich, und der hat uns auch oftes Mal aus dem Feuer gerissen. Und von daher ist es alles okay. Ganz in Ordnung ist es auch, wenn Reed gegen Alba als Vorbereiter glänzt. So wie es auch Youngster Marvin Boadu ein ums andere Mal tut. Die 750 Fans im ausverkauften Dome sehen in Hälfte 2, wie der Tabellenführer endlich die Kontrolle des Spiels übernimmt und am Ende völlig verdient mit 76-68 den 8. Sieg in Serie einfährt. Die Schmach aus dem Hinspiel vergessen gemacht, einige schöne Spielzüge gezeigt, nichts anbrennen lassen und am Ende auch noch den Dank des Tages hingelegt. We thought they were young. Im Hinspiel haben wir Berlin auf die leichte Schulter genommen, dachten, sie wären jung und würden sich nicht wehren. Mittlerweile ist uns klar, dass wir in jedem Spiel von Beginn an kämpfen müssen, bis zum Schluss, ganz egal, wer der Gegner ist. Um sich dann Standing Ovations der Rasta-Fans abholen zu können, bleibt an Reeds Ehrentag also nur noch eines zu klären. Was kriegt Matt Reed denn von der Mannschaft oder vom Trainer noch zum Geburtstag? Gar nichts. Wir hätten einen Sieg, das reicht doch, Mann. Und wenn schon, wird sich der Topscorer denken. Schließlich spricht die Siegerfaust von Matthew Eric Reed für einen sehr gelungenen Abend, auch ganz ohne Geschenke.